wo bleibt dieser Mann? Nie kann man sich auf ihn verlassen. Mann, da weiß doch, dass wir heute was Wichtiges vorhaben. Oh. Der hat doch momentan sowieso nichts zu tun. Also, er geht zwar nicht arbeiten, gut, das ist, kann er jetzt nichts dafür, aber vielleicht hat er deswegen auch seinen Job verloren, weil er halt nie pünktlich ist. Oh. Ja, ich weiß, ich bin zu spät. Wo bleibst du denn? Ich hab schon gewartet. Ja, ich weiß, ich bin zu spät, aber ich habe ganz tolle Neuigkeiten. Also, setz dich erstmal hin. Ich meine, du sitzt schon. Also, du sitzt ja schon, ne? Ich warte die ganze Zeit auf dich. Ja, mach dich auf ganz tolle Neuigkeiten gefasst, also... Aber du hast nicht schon wieder einen neuen Job, oder? Nein, ich werde Kunstlehrer, haben wir gesagt. Ja, darüber müssen wir sowieso nochmal reden. Was hast du denn jetzt? Darüber brauchen wir nicht reden. Aber wie dem auch sei, also... Ich habe tolle Neuigkeiten, denn wir ziehen um! Wir ziehen um! Wie, wir ziehen um? Ja, wir ziehen um! Also mit unserem Haus, der Wohnung und so. Wir haben doch gar nicht das Geld dafür. Du hast nichts unterschrieben oder einen Kredit aufgenommen. Nein, habe ich nicht. Also, es geht um die Wohnung hier im Haus. Sie ist wieder frei geworden, weißt du nicht mehr? Die eine, die Vier-Zimmer-Wohnung. Ja, aber die ganz oben, ne? Ja, genau. Ja, aber da wollte doch die Freunde-WG einziehen. Ja, sind sie wohl abgesprungen. Also, Freunde-WG bleibt wohl da, wo sie ist. Und okay. Ich meine, wir hätten jetzt die Möglichkeit, wirklich dahin zu ziehen. Und Frau Meier wartet schon auf uns. Ich habe sie eben an der Tür... Ja, ich habe sie an der Tür getroffen. Und da hat sie mich angesprochen und gesagt, ja, sie wollten doch hier einmal die Wohnung auch haben. Sie ist wieder frei geworden. Und die Miete ist auch nur 100 Euro mehr als hier. Echt? Ja, und wir hätten auch ein Zimmer mehr. Und Selina hätte auch ein bisschen mehr Platz in ihrem Zimmer. Und das wäre doch klasse. Und sie wartet jetzt oben in der Wohnung auf uns. Und wir könnten uns sie direkt anschauen. Also, es klingt auf jeden Fall gut, aber... Los, komm schon, mach was Verrücktes, komm mit! Ja, los, komm, jetzt bin ich gespannt. Ja, also 5 Minuten gebe ich Familie Zufall noch, sonst muss ich mir wirklich was anderes überlegen mit der Wohnung. Also 3 Bewerber habe ich ja noch, Ja, aber eigentlich würde ich Ihnen die Wohnung schon gerne geben. Sie warten ja schon lange auf eine größere Wohnung und eigentlich habe ich keine Lust auf neue Mieter im Haus, schon wieder. Warte. Was? Ist dir schon klar, wo wir jetzt gerade sind? Ja. Wir sind direkte Nachbarn dann von der Freunde-WG. Ja und? Ich meine, ich verstehe mich doch jetzt super mit den Leuten. Ja, also ich verstehe mich auch gut, aber du weißt, wie Selina ist. Die wird dann immer dort sein wollen, ne? Und ich kenne dich. Du bist mit Lautstärke und du bist dann noch näher dran. Du hast recht, du hast recht, du hast recht. Was könnten wir da machen? Ich meine, wir haben ja hier ein Zimmer mehr. Und da könnte ich ja meinen Multimedia-Raum dann einrichten. Nein. Wieso denn nicht? Das haben wir vorher schon beschlossen. Das wird definitiv nicht. Das ist außerdem ein Ankleidezimmer. Ja, lass uns doch trotzdem mal die Wohnung angucken. Ja, okay. Okay? Ja, gut. Frau Meier? Hallo, Frau Meier. Hallo. Ist das die neue Wohnung? Genau. Oh, sieht cool aus, ne? Ist gut, hab ich auch gesagt. Dürften wir reinkommen? Selbstverständlich, gerne. Ja, danke. Super, oder? Ja, schön, oder? Ja, das ist eine ganz tolle Wohnung. Also, Frau Meier, ich muss Ihnen auch sagen, wir nehmen die Wohnung. Ja, wir nehmen sie. Ich freue mich, dann mache ich den Vertrag. Ja, sofort. Nein, wir können direkt unterschreiben. Frau Meier, ganz entspannt. Was ne? denn? Ja, es ist schön, es ist hell und es ist klimatisiert, aber wir sollten vielleicht noch mal darüber reden. Das ist die einzige Wohnung, die klimatisiert ist bei uns. Ja, wir können direkt unterschreiben. Jetzt, wo der Sommer kommt, also wir brauchen diese Wohnung. Frau Meier, machen Sie die Papiere fertig. Das freut mich. Frau Meier, ich würde gerne erst mal die Küche noch mal sehen. Ja, kein Problem, gucken wir uns gerne an. Ja, gut, okay, dann schauen wir uns die Küche an. So, Frau Zufall, schauen Sie mal. Ja. Also ist natürlich eine kleine Küche bei der Wohnung, aber dafür ist der Rest natürlich extra groß. Da können Sie dann schön Essbereich rein. Wir unterschreiben direkt. Zubereitung. Aber die ist wirklich sehr klein. Ne? Ja. So eine schöne große Küche. Aber sie ist schön, sie ist neu gemacht worden. Ja, das stimmt. Schön ist Schöne sie. Bilder. Mhm. Ja, aber wir unterschreiben. Direkt unterschreiben. Perfekt. Okay, Frau Meier. Frau Meier, ich meine, da können Sie das drauf kopieren und dann... Wie sieht's denn aus mit... Bankverbindung haben wir ja eh schon. Ja, also eigentlich... Was? Nee, Frau Meier, ich würde... Wir würden nochmal darüber reden und würden uns heute Abend bei Ihnen melden. Ist das ja, können wir vielleicht noch das Badezimmer sehen? Ja, das Weil ist... Dann, das, klar, natürlich. Dann unterschreibt sie vielleicht direkt. Wir schauen uns nochmal das Badezimmer an, okay? So, Herr Zufall, hier geht's dann ins Badezimmer. Ja. Ich mach mal den Vertrag fertig. Mach ja, gerne. Gerne. Wir schauen uns das hier noch ein bisschen an. Super Badezimmer, das oder? Ist sehr klein. Jetzt, was ist denn dein Problem? Ja, du kannst doch nicht die ganze Zeit sagen, dass wir unterschreiben. Guck mal, das Badezimmer ist sehr klein, die Küche ist sehr klein. Klar, Selinas Zimmer, das Wohnzimmer, das ist alles schön groß, aber jetzt... Ja, was ist denn dein Problem? Wir wollten diese Wohnung... Sie ist klimatisiert. Was willst du mehr? Wenn du jetzt weiter so euphorisch bist, dann macht sie vielleicht die Miete noch teurer. Ja, gut, okay. Du hast recht. Du hast mal wieder recht, okay. Ich hab immer recht. Wollen wir ihr dann sagen, dass wir uns das nochmal überlegen wollen und ihr heute Abend Bescheid geben? Das habe ich ja gesagt. Ja, aber trotzdem, ich will diese Wohnung haben und du willst sie eigentlich auch. Ja, aber warte erst mal, bis sie dann den Vertrag und was von den Kosten herkommt. Ja, gut, okay. Gut, alles klar. Dann gehen wir jetzt.
Ja, also dieses Badezimmer ist ja nicht so toll, ne? Also, ne. Tja, also ich weiß ja nicht, das Badezimmer ist ja schon ziemlich klein für diesen Preis. Eben waren Sie doch noch ganz begeistert. Also, Frau Meier, ich weiß nicht, was Sie uns da erzählt haben. Also, die Küche ist sehr klein, das Badezimmer für diesen Preis. Also, da nehmen wir die Wohnung ganz bestimmt nicht. Also, das ist schon eine kleine Frechheit, was Sie hier machen. Ja, also, wir müssen uns das, glaube ich, noch überlegen. Richtig. Frau Meier, vielen Dank auf jeden Fall. Es ist schon wirklich schön, aber wir würden gern noch mal unter vier Augen darüber reden. Ja, ja, weil, also, dieser Preis, der geht ja gar nicht klar. Und Sie nicht so viel Zeit. Ich habe andere Bewerber. Ja, wir würden Ihnen heute Abend Bescheid geben. Sie können schon mal alles soweit fertig machen. Okay, heute Abend ist vollkommen in Ordnung. Ja, okay. Heute Abend. Also, genau. Dann, machen Sie es gut. Also, dieser Preis, der geht ja gar nicht. Ein bisschen komisch war das schon. Plötzlicher Stimmungswechsel bei Herr Zufall. Da bin ich aber gespannt, ob Sie die Wohnung jetzt doch noch nehmen oder nicht. Was da wohl hintersteckt. Was ist? Warum haben Sie so gemacht, wie du es gesagt hast? Ja, warum kannst du nicht mal ein Mittelmaß finden? Entweder übertreibst du es total oder du das war zu viel. Ja, aber ich dachte mir, wenn ich jetzt sage, dass der Preis halt viel zu hoch ist, dass sie dann sagt, ja, ich mach's billiger und... Lass uns jetzt mal bitte ganz normal wie erwachsene Personen über dieses Thema reden. So, bitteschön. So, jetzt erzähl mal, was ist dein Problem mit dieser Wohnung? Ich habe an sich kein Problem mit der Wohnung. Ja, also, dann lass uns doch unterschreiben. Ja, aber guck mal, du hast jetzt, wir wissen noch gar nicht, wie das mit deinem Job sich entwickelt. Und vielleicht ist die Wohnung zu teuer und wir müssen neue Möbel kaufen. Und die Küche ist so klein. Also erstens, ja, die Küche ist klein. Okay, habe ich verstanden. Die Küche hier war größer, aber dafür haben wir da ein größeres Wohnzimmer. Die zweite Sache ist das mit dem Job. Also denkst du wirklich, auch wenn das an der Schule nicht klappen sollte, dass ich keinen anderen Job finde? Also übertreib es nicht, auch da. So, Punkt Miete, ja. Sie ist etwa 100 Euro mehr jetzt, also wir zahlen ja hier 590, da sind sie etwa 700. Ist okay. Na, wir werden das schon schaffen. Ich meine, wir haben auch ein Zimmer mehr zur Verfügung. Und wenn du dran denkst, ich meine, Selina wollte auch ein Haustier und... Was wollte sie? Ach so, ja, also sie wollte das Haustier nicht. Ja, ich glaube, darüber reden wir aber. Ja, können wir gerne machen. Ich meine, sonst kann das ja auch ein Arbeitszimmer werden. Es muss kein Multimedia-Raum werden. Es kann auch ein Arbeitszimmer werden. Ein Ankleidezimmer. Aber was auch wichtig ist, klimatisiert. Also du weißt, wie warm es hier in der Wohnung immer wird. Die Wohnung ist auch echt schön hell, ne? Und also ich wäre dafür, dass wir unterschreiben. Und ich meine, es wäre auch eine tolle Überraschung für Selina. Ich meine, in letzter Zeit hat sie ja nicht so viel Positives, wenn sie zurückkommt. Ich meine, ich als Lehrer... Ne, ja, ich hoffe, dass es einfach nur gut geht, auch mit dir und der Freunde-WG da oben. Ja, ne? Also, ich hab doch gesagt, mit Sam und mit allen anderen da, Liz oder Merle, wie die auch heißen, alles cool. Ne, für euch tue ich das. Ne, ich werde mich mit denen verstehen und wir haben eine neue Wohnung. Und bist du nicht die Person gewesen, die gesagt hat, hier, ich brauche neue Möbel und sowas? Ja. Und jetzt auf einmal sagst du, es ist wieder zu teuer, oder wie? Ja, du hast recht. Wir sollten das Abenteuer eingehen. So, du rufst jetzt mal Frau Meier an und wir werden die Papiere unterschreiben. Ah, Frau Zufall, schön, dass Sie anrufen. Ja, okay. Ja, das freut mich. Schön, dass Sie die Wohnung nehmen. Fantastisch. Ja, dann mache ich die Papiere fertig. Der Einzugstermin wäre allerdings erst in einem Monat. Ja, okay. Gut, das passt für Sie sehr schön. Ja, da freue ich mich. Okay, gut, dann sehen wir uns morgen. Bis dann. Tschüss. Ah, sehr schön. Okay, da freue ich mich. Familie Zufall nimmt die Wohnung. Ein Problem gelöst. Ah, okay. Ja, das ist natürlich schade. Ja, geht klar. Vielen Dank, Frau Meier. Wiederhören. Und? Ach, die Wohnung ist weg. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Wir waren vor 10 Minuten da. Du hast gezögert. Nur wegen dir. Warum lachst du so? Wir haben die Wohnung. Ach. Mensch! Das war gar nicht so schlecht. Das war gar nicht so schlecht. Aber, wir haben die Wohnung? Ja, aber wir können erst in einem Monat rein. Ja, ist doch super. Dann kann ich mich jetzt direkt ans Plan machen und es wird super. Ja. Ich kümmere mich um alles, okay? Nein! Wieso? Ja, weil ich auch mit mich kümmern will. Leute, was darf in unserer neuen Wohnung nicht fehlen? Schreibt's gerne in die Kommentare. Warte mal kurz, Sam. Eure Vermieterin ruft mich an. Ja, geh ran! Hallo? Ja, hallo, Frau Meier. Oh, jemand anders kriegt die Wohnung und wir ziehen dafür eine kleinere Wohnung ein. Aber das funktioniert doch nicht. Wir sind zu viele Leute, wir brauchen die größere Wohnung. Okay, Frau Meier, okay, wir sprechen später drüber. Okay. Sam, ich habe ein Problem oder wir haben ein Problem. Jemand anders sieht in die Wohnung. Das heißt, wir kriegen die Wohnung gar nicht. Was? Was hast du gesagt? Wir kriegen die Wohnung gar nicht. Wie, ihr bekommt die Wohnung nicht? Ist das dein Ernst?
Wer bekommt denn die Wohnung? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Warum habt ihr denn gezögert? Oh, toll. Jetzt weiß ich gar nicht, welche Nachbarn ich bekomme. Oh, Leo, ihr hättet einfach unterschreiben sollen. Doch, Sam. Eben schon. Du kennst die Familie. Es ist Familie Zufall. Und Frau Meier hat uns angeboten, in deren Wohnung einzuziehen. Aber die Wohnung ist viel zu klein. Das kommt gar nicht in Frage. Und ja. Wie? Familie Zufall zieht jetzt hier hin? Aber die haben doch hier schon eine Wohnung. Und die haben eure Wohnung weggenommen? Ich weiß schon, was der Plan von diesem Herr Zufall ist. Der will wahrscheinlich direkt hier, direkt der Nachbar zu uns sein und sich immer beschweren können, dass wir dann rausgeschmissen werden. Und ich dachte, es wäre alles cool zwischen uns. Aber so nicht, Herr Zufall. Leo, keine Sorge, wir werden das schon hinbekommen. Ihr bekommt eure Wohnung und die werden hier definitiv nicht einziehen. Was er sich überhaupt denkt, dass er sich einfach die Wohnung da schnappt. Wir kriegen das schon hin, keine Sorge. Sam, lass es doch einfach bitte. Ich möchte keine Probleme. Oh, das sieht schon wieder nach Ärger aus.